Bis heute Abend. Ja. Ja, schönen guten Tag, Sperl am Apparat. Und zwar rufe ich an wegen Ihres Jobangebots als Aushilfspersonal für den Nachtdienst. Nein, habe ich noch nicht, aber ich kümmere mich um meine Mutter. Ja. Ja, nee, ach so. Ja, gut. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, schönen guten Tag, ich rufe an wegen Ihres Jobangebots. Student? Nein, nein, ich bin im Moment kein Student. Was? Ja, danke. Super. Für was? Ach, genau, da steht nämlich drauf, für große körperliche Belastung. Was heißt denn das? Ja, schönen guten Tag. Ich rufe an wegen Ihres Jobangebots als Callcenter-Agent. Ja, habe ich schon. Also wissen Sie, ich habe als Kind vor ein paar Jahren auf einem Weingut in Russland gelebt. Mein Vater ist damals sehr schwer erkrankt an Schwarzwasserfieber. Flamenco und Russisch, das ist eine so außergewöhnliche Kombination. Ich meine, das hat man nicht jeden Tag. Ich wurde dann bei dem Bahnpersonal der Transsibirischen Eisenbahn eingestellt. Irgendwas war mit dem Zug nicht in Ordnung. Wir haben geheiratet und 4 Kinder zusammenbekommen. Die leben jetzt mit ihm zusammen in Sibirien nach unserer Trennung. Unter der Nummer 5217-8932. Auf Wiederhören. Der klassische vielleicht? Ja? Antonio Gardes. Naja. Er war mein Geliebter. In einer Umgebung von 4000 Kilometern nicht ein Mensch, der ihn hätte helfen können. Wir hatten mehrere Tage Aufenthalt in Omsk. Mhm. Aber ich glaube, irgendwas war mit dem Zug nicht in Ordnung. Und ich hätte dieses spanische, dieses richtige spanische Feuer in meinen Beinen. Und so. Ja, guten Tag. Sie haben bei uns auf den Anrufbeantworter gesprochen. Ach so, ja. Das klang ja alles so interessant. Ach so. Um welches Jobangebot handelt es sich denn? Wir haben für 2 Jobs ausgeschrieben. Ja, und wir würden Sie gerne mal kennenlernen. Wie, welches Jobangebot war das denn jetzt? Oh, Entschuldigung. Das habe ich immer noch nicht gesagt. Naja. Übersetzungsarbeiten und jemand, der sich um das Landgut in Spanien kümmert. Wenn Sie doch gleich vorbeikommen wollten, es eilt ein wenig mit der Übersetzung. Gartenstraße 24. Also jetzt sofort, ja? Sie, Alonso, mein okay. Name. Okay, gut. Okay, auf Wiedersehen.
Тихо, спокойно. Люди, спокойно. Мы хотим вам сказать, что мы скоро женимся. Это правда? Да. Mensch, Paula, wo ist denn dein Turnbeutel, ne? Den Schlampenhaushalt. Ich habe vielleicht bald einen Job. So ein alter Mann und seine Frau, die schreiben zusammen nämlich ein Buch über Kastagnetten. Ich habe den falschen Turnbeutel mitgenommen. Holla, ist nicht so schlimm, kannst du morgen umtauschen. Aber die Sache war viel schöner. Jedenfalls, also die Übersetzung soll vom Russischen ins Deutsche gehen. Und mein Russisch wird schon gut genug sein, oder? Und weißt du, was noch viel toller ist? Die haben nämlich Paula und mich letztens auf der Straße angesprochen, so ein Typ. Sie wollen einen Werbespot drehen für so eine Familienversicherung. Und die haben uns gesagt, wir wären genau die richtigen, Gesichter für so einen Werbespot für eine Familienversicherung. Für eine Familienversicherung, weil wir für die Kunden dann nämlich irgendwie den Wunsch erwecken würden, eine Familie zu gründen. Und zwar eine richtige Familie, nicht wahr? Ja, und übrigens geht es schon nächste Woche los. An der Elfenbeinküste wird gedreht und wir fahren für 8 Wochen da jetzt hin. Dann nächste Woche. Schön. Ja, schön. Ja, ne? Ja, ich freue mich. Ich auch. Hast du eigentlich gehört, was ich dir gesagt habe eben? Ja. Du bist so eine traurige Figur.
Weißt du, dass die im Kindergarten schon daran zweifeln, ob du überhaupt die Mutter bist? Ich hole sie jeden Nachmittag vom Kindergarten ab. Ich habe nicht gewusst, dass es dir zu viel ist. Ja, natürlich hast du es nicht gewusst. Du weißt überhaupt nichts über mich. Du weißt überhaupt nichts über mich. Gar nichts. Nichts. Jetzt hör mir mal zu. Ich bin deine Tochter und nicht dein Aushilfspersonal oder so. Ja, dazu sagen kannst du auch nichts, außer in deine komischen Bücher reinzugucken und so ein Zeug. Deine Bücher helfen dir dabei auch nicht, nur um mal was Schönes zu kochen oder so. Ich weiß schon, warum mein Vater dich verlassen hat. Wahrscheinlich wart ihr überhaupt nicht zusammen. Wahrscheinlich bin ich irgendein Retortenkind von irgendeinem russischen Sperma oder so. Wie ist das Geld zusammen? Ich meine, wenn die Firma... Die Firma? Wir machen alle eine mit Reise. Mit der Firma, ja, oder was? Wo würdest du gerne hinfahren? Wo würdest du am liebsten hinfahren? Sag. Kannst du eigentlich immer eine richtige Mutter sein? Die Mama hat ja gar keine Arbeit, wa? Nee. Hallo, brauchen Sie die Karte? Nein, danke. Okay. Ja. Paula ist rum. Mach auf. Maria? Alonso, mein Name. Ich habe Sie erwartet. Kommen Sie. Wissen Sie, wir suchen Familie. Nein, aber... Das ist der Job. Dienstleister. Meine Frau? Schönen guten Tag. Maria. Kindchen. Setz dich. Ich verstehe das aber nicht. Naja, Sie spielen einen Teil unserer Familie. Ja. Aber, ja, und was ist dann mit der Übersetzung? Übersetzung! Ein Test! Ob Sie Fantasie haben. Übersetzung?